Unser Sohn leidet seit knapp 3 ist jetzt seit 3 Jahren unter einer schweren Erdnuss- und Haselnussallergie mit einer potenziell anaphylaktischen Reaktion. Auf Erdnüsse bin ich am stärksten allergisch. Die Lehrerin hat dem Kind auch gesagt, dass sie sollen bitte mir anrufen, wenn sie Kuchen mitbringen. Zur Sicherheit, wenn sie nicht angerufen haben, das Kind ihrer Mami, dann habe ich eben etwas Eigenes dabei. Eine Anaphylaxie ist eine ganz schwere allergische Reaktion, die eigentlich lebensgefährlich sein kann. Es gibt verschiedene Substanzen, die so schwere allergische Reaktionen auslösen können. Ein paar habe ich hier, zum Beispiel Medikamente, Nahrungsmittel, Bienen- oder Wespenstich oder der Latex, da ein Kondom. Bei einer Anaphylaxie gibt es verschiedene Symptome, die man beobachten kann. Ein Hautausschlag, sogenannte Nesselfieber, die beißt wie verrückt. Atemnot, ein Asthmaanfall oder dass der Kreislauf zusammenbricht, der Patient wird bewusstlos oder gerade alles miteinander. Wenn man eine Anaphylaxie abklärt, gibt es verschiedene Schritte. Der erste ist, Patienten befragen. Man tut es richtig löchern, was hintereinander gekommen ist und so, dass man das herausfindet. Dann haben wir Hauttest und schließlich noch Bluttest, wo uns dann noch ganz im Detail zeigen können, welche Substanz die Allergie wirklich ausgelöst hat. Bei einem ganz schweren allergischen Schock gibt es eigentlich nur noch eins. Da muss man das Medikament Adrenalin spritzen. Nur das wirkt schnell genug, um den Kreislauf und die Atmung wieder zu normalisieren. Also Allergien werden häufig als eher lästige Erkrankung wahrgenommen. Dass es aber für einzelne Leute wirklich lebensbedrohlich werden kann, das wissen viele Leute nicht. Und manchmal werden die Auswirkungen, die so etwas haben kann, für die Betroffenen unterschätzt. Wir haben zur Aufklärung der Bevölkerung verschiedene Sachen gemacht und sind auch nach wie vor dran mit verschiedenen Aktivitäten. Wir haben einerseits eine Webseite aufgeschaltet, wo wir viele Informationen zur Verfügung stellen online. Wir haben weiter auch Vorträge gemacht zum Thema Anaphylaxie in grossen Schweizer Städten. Und wir sind auch weiter dran, dass wir Workshops anbieten für Lehrpersonen, die das Thema der Schule behandeln wollen, wo auch Kinder haben, die stark reagieren, dass sie mit dem besser umgehen können. Wir haben uns im täglichen Leben daheim sehr gut auf die Allergie eingerichtet. Bei uns gibt es keine Erdnüsse und keine Haselnüsse. Dann kann man sich gut mit dem arrangieren. Schwieriger ist es im Umgang mit der Allergie außerhalb von daheim, in der Schule, im Restaurant, in den Ferien. Da muss man viel organisieren, damit das auch reibungslos abläuft. Uns hilft im täglichen Leben die Lebensmitteldeklaration auf den Nahrungsmitteln. Das ist das A und O. Jedes Lebensmittel lesen wir, was drin ist, ob es ein sicheres Produkt ist für unseren Sohn oder nicht. Wir haben immer Set mit Notfallmedikamenten dabei. Also das Notfallset habe ich in der Jackentasche. Und es ist in der inneren, wo ich immer schnell dran mag. Wir haben im Jahr 2011 den Verein Erdnussallergie und Anaphylaxie gegründet, um Informationen für die Betroffenen zur Verfügung zu stellen, aber auch um eine Informations- und Austauschplattform unter Betroffenen und betroffenen Eltern verfügbar zu machen. Für mich ist es wichtig, dass man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, dass es das gibt, dass es vorkommen kann, dass Leute sehr stark reagieren auf bestimmte Allergien und dass man auch weiss, wo man sich kann Informationen beschaffen, wenn man merkt, das könnte bei einem selber ein Thema sein oder das könnte bei Bekannten im Umfeld und so weiter ein Thema sein, dass man weiss, an wen man sich wenden kann.